MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Heute soll es mal um einen Klon-Squad gehen, der es tatsächlich wagte, verständlicherweise, wie ihr gleich sehen werdet, auf Darth Vader zu schießen. Bei diesem Klon handelte es sich um das sogenannte Iron Team. Das Iron Team war ein Team von Republik-Kommandos, das als einzig bekannte Klontruppengruppe die Order 66 verweigerte. Das Team bestand aus 4 Mitgliedern, Climber, Trace, Raz und ein vom Namen her unbekanntes Mitglied. Die offizielle Bezeichnung der Klone war X0, X1, X2 und X3. Sie kämpften auf Geonosis, Deku, Nymodia, Murkana und weiteren Schauplätzen der Klonkriege und unterstanden zuletzt dem Klonkommandant Selvo. Sie hatten als Sondereinsatzkommando graue Katan-Rüstungen, die gegen elektrische Impulse verstärkt waren, sowie schwerere Waffen als normale Klone, die DC-17M-Gewehre. Das Team konnte in der entscheidenden Phase des Kampfes von der Schlacht von Murkana einen Kriegsgefangenen namens Idis, ein Mitglied der Vibromesser-Brigade, festnehmen und von diesem strategisch wichtige Infos bekommen. Während der Übergabe des Gefangenen traf das Team auch erstmals auf die Jedi-Ritter Rowan Schrein, Bol Shattak und die Padawan Oli Starstone. Climber kannte Rowan Schrein schon von deren früheren Einsatz auf Deku Nymodia und schätzte ihn daher als fähigen Kämpfer. Dieser Eindruck wurde noch bestätigt, als dieser ihm in einem Kampf mit Separatisten das Leben rettete. Dieser Einsatz hatte das Ziel, den Schildgenerator zu zerstören, der die Stadt Murkana City beschützte, damit mit einem flächenmäßigen Bombardement begonnen werden konnte. Nachdem die Klone und die Jedi die Separatisten besiegt und die Sprengsätze angebracht hatten, durchsuchten die Jedi noch einmal das Haus, in dem der Generator sich befand, weil sie sicher gehen wollten, dass keine Menschen sich mehr im Gebäude befanden, da das Gebäude ursprünglich ein Medzentrum war. Während dieser Zeit bekam Climber von Klonkommandant Selvo den Befehl, die Jedi zu töten, also die Order 66. Da er aber, bestärkt durch die vorherige Rettung durch Rowan Schrein und dass er den Befehl über Selvo anstatt direkt vom Imperator erhalten hatte, glaubte, dass der Befehl ein Täuschungsmanöver der Separatisten sei, führte er den Befehl nicht aus, sondern ermöglichte den Jedi die Flucht. Also ein ziemlich schlaues und rationales Denken, was dort vom Iron Team an den Tag gelegt wurde. Für seine Tat verantworteten er und seine Gruppe sich vor Klonkommandant Selvo, der das Versagen der Klone erst relativ spät meldete, als klar war, dass die Jedi entkommen waren. Nachdem der frisch ernannte Imperator und Sith Lord Palpatine von der Verschonung der Jedi durch die Klone gehört hatte, schickte er seinen neuen Schüler Darth Vader nach Murkana, um die verantwortlichen Klone zu bestrafen. Als er dort ankam, stellten sich die 4 Soldaten und baten, dass sie statt durch Vader lieber von Klonen getötet werden, da das für sie keine Erbeschmutzung darstellte. Aber Vader gewährte ihnen dieses nicht, sondern begann die 4 Klone anzugreifen. Ehrenvoll wie immer. Die Klone ergaben sich aber keineswegs kampflos, sondern begannen auf Vader zu feuern. Dieser wehrte aber alle Schüsse ab und warf diese auf die Klone zurück. Dadurch wurden 2 der Klone getötet und Climber und der andere Klon begannen in den nahegelegenen Wald zu fliehen, wobei Climber bei dieser Flucht noch von einem Schuss am Bein verwundet wurde. Wenig später wurden Climber und der andere Klon von den sie verfolgenden Klonen gefangen genommen und wahrscheinlich exekutiert oder auch in ein Arbeitslager gebracht, was gleichzeitig das Ende des Iron Teams darstellte. Was aus ihnen wurde, steht somit nicht vollkommen fest, ist aber anscheinend tragisch verlaufen, wie leider sehr vieles während dieser Zeit. Die ganzen Infos kommen vom Legends-Werk Dunkler Lord, Aufstieg des Darth Vaders. Ballert mal in die Kommentare, kennt ihr den Roman schon und das Iron Team oder nicht? Und wie fandet ihr diesen Roman? Ansonsten, wenn ihr diese regelmäßigen Videos supporten wollt, checkt die Links ab, darunter der MMOGA-Link, wo ihr massig beim Suchten sparen könnt. Einfach mal abchecken, was es da alles so enorm reduziert gibt. Ansonsten auch für die Nicht-Zocker, wenn ihr mich supporten wollt, gerne die Amazon-Käufe über meinen Link tätigen. Kostet euch keinen Cent mehr, unterstützt mich aber auch gerade bei so aufwendigen Videos wie das kommende 50k-Abo-Special. Ansonsten penetriert den Abo-Button, haut doch nicht rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.